Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Es ist wieder mal soweit, Kataloge fallen raus und diesmal zwei auf einmal. Der Jahreskatalog 22/23 und der Mini-Katalog, der Frühjahrskatalog 23. Die fallen beide raus und wir gucken uns durch beide Kataloge an und ich sag euch genau, was rausfällt und was rabattiert ist, zu welchem Preis. Kennt ihr von mir, machen wir natürlich auch. Es sind zwei Kataloge auf einmal, deswegen ist dieses Video ein ganz schönes Biest. Ihr seht wahrscheinlich am Zeitstempel, wie lange das geht. Ich habe ein extra Video gemacht, das ist auch schon oben, ein kleines Video zur Farberneuerung, die betrifft den nächsten Jahreskatalog, das Sortiment. Also da ist ein kleines Video online gegangen, was nur nochmal über die Farben spricht. Wir sprechen hier über beide Kataloge auf einmal. Und ich glaube, ich gehe tatsächlich zuerst durch den Mini-Katalog und dann durch den Jahreskatalog, weil da ist ja insbesondere hinten wichtig, der Zubehörteil, was alles drin bleibt, was alles rausgeht und so weiter und so fort. Vorher noch ein paar organisatorische Sachen. Nummer 1, wenn ich euch zu langsam oder zu schnell spreche, dann ist da unten bei den Einstellungen ein kleines Zahnrad, da könnt ihr mich auch runterdrehen, wenn ich zu schnell rede. Ich werde hier relativ lockig flocker drüber machen, damit Leute, die einfach nur einen Eindruck haben möchten, mal so ein bisschen reinschmökern können. Wenn ihr jeweils alles mitschreiben wollt und euch genau angucken wollt und so weiter und so fort, am besten ist, ihr nehmt euch euren Katalog, macht mich ein bisschen als Hörbuch nebenbei und blättert nebenher mit. Und wenn euch das zu langsam ist und wenn ihr mitschreiben wollt, dann könnt ihr mich auch einfach runterdrehen. Und dann klinge ich außerdem total betrunken, das ist auch immer witzig. Okay, weitere organisatorische Sachen. Die Kataloge, ich sage jetzt die rabattierten Preise, die gelten ab dem 4. April. Das heißt, noch sind die neuen Preise nicht im Online-Shop und man kann sie auch noch nicht per Mail bestellen, aber ab dem 4. April gelten die neuen Preise. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Sachen unbedingt haben wollt, auch schon davor bestellen. Insbesondere bei den Farben würde ich dringlichst dazu raten. Die werden nämlich wahrscheinlich nicht so lange halten, jedenfalls manche davon. Also überlegt euch, was ihr haben wollt und wenn ihr die Zellprodukte bestellen wollt, dann könnt ihr das ab dem 4. April machen. Ich empfehle eine Online-Bestellung im Online-Shop, denn da könnt ihr einfach reinklicken, durchklicken und dann ist die Bestellung raus. Weil ich kann es vorher auch nicht bestellen euch, ich kann es auch erst am 4. machen. Und wenn wir erst am 4. anfangen zu kommunizieren und dann Mail hin und her und Überweisung hin und her, dann gibt es vielleicht eine oder andere Sache nicht mehr. Das ist ein bisschen, ihr seid schneller und flexibler, wenn ihr im Online-Shop bestellt. Aber ihr könnt es auch per Mail bestellen, wie ihr es gerne hättet. Ich sage nur, wer die Sachen wirklich, wirklich dringend haben will, den rate ich zu einer Online-Bestellung. Okay, gut. Und jetzt blättern wir da auch durch. Richtig. Wir fangen an mit dem Mini-Katalog und gehen dann über den Jahreskatalog. Ich habe von beiden übrigens noch da. Ich würde nicht sagen, dass ich die noch rausschicke, nur für die beiden selber. Aber wenn ihr zum Beispiel einen neuen Jahreskatalog haben wollt, das kommt ja dann auch demnächst, dann könnt ihr auch noch, wenn ihr wollt, fragen, ach, hast du noch einen Mini-Katalog, hast du noch einen Jahreskatalog, dann stecke ich euch den gerne noch mit dazu. Ich muss gucken, wie viele ich noch da habe. Von den Mini-Katalogen habe ich noch einige, von dem Jahreskatalog nicht mehr viele. Ja, was weg ist, ist weg. Ich bestelle da jetzt auch keine mehr nach. Okay, was waren die organisatorischen Sachen? Ich glaube, das ist es. Und dann fangen wir einfach an mit dem Mini-Katalog. Okay, so. Hier ist das allgemeine Blabla vorne im Katalog. Hier fangen die Produkte an. Ich werde zwischendurch bei den ersten Produkten auch ein bisschen was Organisatorisches sagen. Das hat sich dann bei den anderen Sachen. Okay, hier. Das ist eine Produktkollektion, eine Produktreihe. Das fällt sowieso immer raus, weil mindestens aus jeder ein Produkt rausfällt. Insbesondere zum Beispiel alle Designerpapiere. Deswegen habe ich sowas gar nicht mehr angemarkert. Hier sieht man zum Beispiel, die beiden Designerpapiere aus der Herzensreihe gehen raus, das Band hier oben bleibt, die Pailletten hier oben bleiben und hier ist die Farbkodierung wichtig, das ist blau. Blau bedeutet, dass das Produktpaket rausgeht, die Einzelprodukte bleiben aber. Das bedeutet, der Sparpreis, sage ich gern, geht raus. Hier das Stempelset und die Stanz und die Handstanze kriegt man ja im Produktpaket zu 10% weniger und dieses Angebot geht raus, aber beide sind noch weiterhin da. Das heißt, wer noch gerne die 10% haben möchte, der bestellt es bitte vorher und dann kann man sich da noch den Rabatt sichern. Wir kriegen übrigens außerdem Preissteigerungen, war ja zu erwarten bei den Preissteigerungen, die man sonst überall in allen Märkten hat. Deswegen, vorher bestellen ist immer besser als nachher bestellen. So, also, das geht raus, aber das Produktpaket bleibt. Das habe ich hier nochmal angemarkert, aber das sind nur nochmal die beiden Sets in groß. Das zweite hier auch, Produktpaket, lieb gesagt, da geht auch der Sparpreis raus. Genau wie hier, Share a Milkshake
geht auch das Produktpaket raus, aber der Sparpreis. So, hier die beiden das Katzenset fällt raus. Hier sind opake Schmucksteine, die sind 30% reduziert, kosten jetzt 6,83 €. Also übrigens bis 60% reduziert. Ja. Hier oben die beiden Produktpakete, die bleiben auch drin. Einmal Two-Tone Flora und einmal etwas Besonderes. Die gehen beide als Sparpreis raus, bleiben aber drin. Dann haben wir hier leicht glänzendes Papier, das 30% günstiger kostet, 8,85 €. Die beiden Sachen bleiben drin. Hier unten das Designerpapier fliegt einfach raus. Hier ist nun nochmal die beiden Sets von gerade eben, in groß, Two-Tone Flora und etwas Besonderes, da geht der Sparpreis raus. Dann haben wir hier die Glühwürmchen. Da haben wir ja, manche Sets gibt es in ablösbar und in Klarsicht. Und es gehen jeweils die ablösbaren immer raus, bei den Klarsicht bleiben manche drin. Also dieses, dass man sich aussuchen kann, gibt es dann nicht mehr. Und dafür witzigerweise sind manche der ablösbaren, also die roten Gummistempel, die kriegt man dann eben günstiger, weil sie eben das Set rausschmeißen und das Klarsicht beibehalten. Das Set bleibt nämlich drin. Standsform und auch Stempelset, sieht man hier an dem blauen, aber der ablösbare Stempel, der geht raus, tatsächlich sogar für 60%, kostet noch 11,20 €, also wer da noch ein Schnäppchen machen will, dann so. Übrigens ist es in dem Fall dann oft günstiger, wenn ihr die Produkte doch wieder einzeln bestellt. Also im Produktpaket bekommt man ja 10% auf beides, auf den Stempel und die Stanzform. Aber wenn man die jetzt auseinander bestellt, dann zahlt man für die Stanzform zwar den vollen Preis, kriegt aber das Stempelset so 60% günstiger. Ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet, aber das müsste in dem Fall günstiger sein. Das ist insbesondere günstiger, wenn beide der Produkte einzeln um mehr als 10% verrechnet sind. Dann müsst ihr bitte aufpassen, denn der Online-Shop ist nicht so schlau, wenn ihr das Produktpaket reinmacht. Der macht euch da nicht den Rabatt runter, sondern ihr müsst in dem Fall dann gucken, ob die Einzelprodukte günstiger sind. Das lernt ihr ja jetzt hier in dem Video. Und dann eben eventuell Stempel und Stanzform einzeln bestellen und nicht mehr als Paket. Das ist ganz wichtig. So, hier Frühlingstanz geht raus, so 20%, kostet 20 €. Hier oben die Libellen gehen zu 10% raus, kosten 8,78 €. Dann haben wir hier drüben ein Set, zum Beispiel hier sieht man es, das Produktpaket fliegt einfach raus, aber das Stempelset Blumenduft geht raus zu 60%, 11,20 € und die Stanzform Blumenduft auch zu 60% für 15,20 €. Das heißt, wenn man die jetzt einzeln bestellt, kriegt man auf beide Produkte 60% anstatt auf beide 10%. Gut, dann hier die bezaubernde Bucht. Das Papier geht, das muss ja immer gehen, das Papier geht immer alles. 10% ist 17,10 €, aber der gesamte Rest bleibt. Nur der Sparpreis von dem Produktpaket geht raus, aber die Produkte selber bleiben drin. Das finde ich sehr gut, das mag ich nämlich sehr gerne. Perfectly Detailed bleibt drin. Hier Nested Friends geht übrigens raus. Ach, noch eine organisatorische Sache, die ich vergessen habe. Es ist keine Gewähr auf alles. Diese Listen, die immer rauskommen, sind total furchtbar. Da sind oft die Seitenzahlen durcheinander und irgendwelche Spezialindizes sind durcheinander gekommen. Also die sind nicht gut, deswegen mache ich euch diese Videos, weil die kann man echt keinem Kunden zumuten. Aber es ist natürlich ohne Gewähr. Also vielleicht ist da irgendein Mist drin oder da ist mal ein Schreibfehler drin und es kann natürlich auch immer sein, dass ich einen Schreibfehler mache. Also guckt lieber nochmal nach. Im Online-Shop ab dem 4. seht ihr dann ganz sicher, wie die Preise sind. Dann hier drüben Queen Bee. Zum Beispiel hier sind die Stanzformen raus für 50%, kosten 19,50 €. Stempelset stand gar nicht auf der Ausverkaufsliste, auf der Auslaufliste drauf, so rum, Deutsch Tim. Aber es geht ganz sicher raus, weil im neuen Katalog ist es nicht drin. Also das wurde irgendwie vergessen, keine Ahnung. Also das geht raus, sehen wir dann, ob das rabattiert ist oder nicht. Jedenfalls habe ich es übersehen. Vielleicht habe auch es einfach nur ich übersehen, kann ja auch sein. Die Silly Goose, das Klarsichtstempelset bleibt drin. In ablösbar geht es raus. Auch wieder gleiche Sache wie vorher. Hier die Pünktchen, der Hintergrundstempel ist 10%, 20,70 €. Der Streifenhintergrund geht raus. Die Schildkröten bleiben drin. Dann haben wir die Produktreihe im Park. Da gehen die beiden Produktpakete wieder raus, aber nur der Sparpreis. Der Rest bleibt drin. Das bleibt drin, das bleibt drin, das bleibt drin, das bleibt drin. Hier das, die runde Akzente in opaker Optik, die gehen raus zu 10%, kosten 8,78 €. Und das Designerpapier unten geht auch raus zu 10%, kostet 13,28 €. Hier ist nochmal das Produktpaket mit der Handstanze in groß. Hier ist nochmal das Produktpaket mit den Stanzformen in groß. Da geht der Sparpreis raus. Dann haben wir hier, auf dem Bauernhof geht raus zu 60%, 12,40 €. Auch der Bauernhof geht raus, die Stanzform 60%, 15,60 €. Da fällt mir auch noch was ein, was ich sagen muss. Schon wieder organisatorisches. Ich hoffe, es ist nicht zu konfus, dass es immer zwischen reingestreut ist. Die Sprachen, manche sind ja übersetzt, zum Beispiel hier das Bauernhof-Set.
Und die sind in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich viel rabattiert. Also im Deutschen ist das jetzt hier super krass für 60 € drin, 60%. Im Englischen ist es vielleicht weniger. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ihr ein Set habt, was ihr eigentlich noch haben wollt, aber es ist euch nicht günstig genug, dann könnt ihr ja mal schauen, ob es in einer anderen Sprache noch günstiger ist. Ich sag nachher mal ein Set, zu dem es mir aufgefallen ist. Aber wenn einem sowieso die Motive interessieren, aber die Sprüche, ja gut, dann nimmst du halt einen anderen Spruch, das passt schon. Dann kriegt man manchmal eben die Motive für deutlich günstiger, indem man es dann eben auf Englisch oder Französisch bestellt, wenn es da gerade dicke rabattiert ist. Ich habe euch nur die deutschen Sprüche, die deutschen Preise rausgesucht und bei denen, die nicht übersetzt sind, natürlich den englischen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal in den Online-Shop bei euren Favoriten noch gucken, ob die in einer anderen Sprache nochmal günstiger sind. So, hier auch wieder das gleiche, das ablösbare Set geht raus zu 60%, kostet 12,40 €, der Rest bleibt drin, nur der Sparpreis geht raus. Hier Marigold Moments, 60% kostet 12 €, hier 60% kostet 16 €, beides ziemlich günstig. Dann das hier, Covered in Sunshine, geht raus zu 50%, kostet 14 €. Hier oben haben wir Steinchen in Marineblau, Savanne und Weiß, zu 40% gehen raus für 5,85 €. Way to Grow 40%, 16,80 €. Die Sprechblasen, da gehen die Stempel raus zu 60%, kosten 12 €. Die Stanzformen gehen raus zu 40%, kosten 20,40 €. Dann die Wichtel fliegen raus. Die sind zum Beispiel im Deutschen gar nicht rabattiert, aber im Englischen. Das heißt, wer jetzt zu mir Beispiel sagen will, okay, willkommen im Team, brauche ich nicht. Also die Sprüche sind mir egal, aber ich will unbedingt die Wichtel haben. Da kann die sich in Englisch oder Französisch bestellen, da ist der Rabatt ein anderer. Hier, Lucky Clover geht raus mit der Stanze. Alles einfach so. Dann haben wir die Zauber der Wüste-Reihe. Das Produktpaket geht raus, aber die Produkte selber gehen alle raus. Die goldenen Pailletten sind zu 40% günstiger, kosten 5,85 €. Das Band 30% günstiger, kosten 7,70 €. Das Designerpapier auch 30% günstiger, 10,33 €. Hier habe ich ein Fragezeichen angemarkert, weil das ist im neuen Katalog auch nicht drin, stand aber nicht aus der Auslaufliste. Oder ich habe es übersehen, aber eigentlich geht es raus. Also es ist im nächsten Katalog nicht drin. Hier sieht man nochmal ein großes Produktpaket. Und zwar gehen die Stempel raus für 30%, kosten 21 €. Hier drüben, tolle Worte gehen raus für 30%, kosten 22,40 €. Das folierte Tierpapier geht raus für 20%, kostet 15,20 €. Das Ballettset geht raus zu 20%, kostet 21,60 €. Das Vellum hier unten bleibt. Das schnörkelige Set geht raus. Decorative Borders für nicht rabattiert, ganz normaler Preis. Das hier bleibt drin. Die Zitronen bleiben auch drin, aber der Sparpreis geht raus. Und hier lohnt sich es richtig, weil das ist ja Stempelset, Stanzformen und Prägeformen. Hier die Reihe Alle Wetter. Da bleibt alles drin, bis auf das Designerpapier. Nur der Sparpreis hier oben geht raus. Na, das Osterset bleibt drin, also alle, die es verpasst haben, die können es jetzt nochmal sich organisieren für nächstes Ostern, nur der Sparpreis geht raus. Da müsst ihr gucken, das ist vielleicht eben kurz vorher nochmal. Hier unten meine ich, dass das Klarsicht-Set drin bleibt von Fröhliche Etiketten. Die Stanze nach Wahl mit diesen Etiketten bleibt auf jeden Fall drin. Nur das Produktpaket geht raus, also der Sparpreis geht raus und auch wieder das Ablösbare, wenn ich es richtig gelesen habe. Der Jesus geht raus für 20%, 21,60 €. Hier unten filigran floral geht der Sparpreis raus, das Set bleibt. Occasionally Funny geht raus zu 60%, kostet 12,40 €. Der Ginkgo geht tatsächlich raus, beides mit 60% reduziert, einmal 11,20 €, einmal 17,60 €. Dann die Abenteuerreihe, da geht das Stempelset raus zu 60%, kostet 11,20 €. Die Stanzform zu 10%, kosten 38,70 €. Das Band geht zu 20% raus, kostet 7,40 €. Die Schnickeldies gehen zu 50% raus, kosten 5,25 €. Und das Designerpapier ist 10% günstiger, kostet 13,28 €. Da haben wir die Disteln. Die sind beide zu 60% reduziert, beide Produkte. 10,80 € fürs Stempelset und 13,60 € für die Stanzform. Die Weltkarte bleibt zum Glück drin und auch die coolen Buchstaben. Hier drüben das Familienfest bleibt drin. Die Dekoschablonen kreative Lagen gehen raus zu 30%, kosten 8,93 €. Und Brush Bouquet geht raus, die Stempel für 10%, 20,70 €. Die Stanzform zu 60%, kosten 15,60 €. Hier drüben Picturesque, 60%, 9,20 €.
Das gerahmt mit Blumen, dieses ovale Set geht raus. Beide Produkte mit 60% kosten 11,20 Euro und 18 Euro. Wenn ich mich hier richtig erinnere oder es richtig gelesen habe, bleibt das Türset drin, das Willkommenset, nur die Stanzform dazu gehen raus. So 60% kosten 16 Euro. Best Day hier drüben geht raus. Die Motorradreihe, da bleibt zum Glück bis auf das Designerpapier und die Steine alles drin. Also das Produktpaket geht, also der Sparpreis geht raus, die Produkte bleiben drin, der Prägefolder bleibt drin, die Steinchen hier gehen raus zu 20%, 9,20 Euro, die Nieten und das Designerpapier geht raus. Das Piratenset bleibt drin oder das Schiffset. Ich habe hier auch geschrieben, sogar als Produktpaket, das könnte sein, dass das falsch ist, aber ich meine, dass es sogar drin bleibt. Hier Beside Me, das bleibt drin. Du rockst bleibt drin. Und dann haben wir hier drüben nur noch die, das Kartensortiment Erinnerungen und mehr für 30%, 8,58 Euro. Und die Karten und Umschläge Erinnerungen und mehr für Alltagsabenteuer heißen die, genau, für 20%, 9,80 Euro. Hier ist der Anhang, da ist nichts Neues mehr drin. Nur noch ganz zum Schluss sind die Gastgeberinnenprodukte. Die kriegt man ja immer, wenn man Shoppingvorteile dafür einlösen möchte. Die gehen natürlich auch raus, kann man sie aber weiterhin mit den Shoppingvorteilen einlösen. Einmal hier oben das Designerpapier und das Set at the Pond. Gut, das ist der Mini-Katalog gewesen. Jetzt war aber doch deutlich schneller, als ich gedacht habe. Mal gucken, wenn ich es nachher angucke, laber ich wahrscheinlich viel zu schnell. Naja, Jahreskatalog. Gleiches Prozedere. Erstmal die ganzen Bildchen hier vorne überspringen. Laber, laber, laber. So, hier geht's los. Teeliebe. Das Designerpapier geht raus zu 20%, kosten 11,80 Euro. Hier oben die Grußkärtchen und Umschläge zu 30%, kosten 8,58 Euro. Das Teeset fällt einfach so raus. Hier in dem Katalog ist es übrigens so, dass die Stanzformen nicht immer gleich mit dabei sind. Man sieht immer nur die Stempel und das Produktpaket. Die Stanzformen kommen nachher nochmal im Anhang. Das ist leider ein bisschen doof, aber das ließ sich jetzt nicht ändern. Das heißt, die Stanzformen sind danach. Also es kann gut sein, dass bei dem Teeset zum Beispiel die Stanzformen reduziert sind. Und nachdem die Stanzformen teurer sind als das Stempelset, lohnt es sich da ab 20% ist es schon günstiger als das Produktpaket. Wenn man sie sowieso haben wollte, dann lohnt sie es natürlich so oder so. Okay, hier, Herzenspost geht der Sparpreis raus, genau wie bei den Stiefmütterchen geht auch der Sparpreis raus. Die Produkte selber bleiben drin. Die Flaschenpost bleibt zum Glück auch drin, finde ich super cool, nur der Sparpreis geht wieder raus. Hier drüben feierliche Anlässe, total cooles Set, 20%, 24 Euro. Mit guten Gefühlen bleibt wohl drin. Die Kirsche bleibt auch drin, aber der Sparpreis geht raus. Dann haben wir nichts geht über, das hat mit der Schokolade und dem Cocktail. Das geht raus und Kaffee. Daffodil Dream geht raus zu 60%, 11,20 Euro. Zum Beispiel weiß ich hier, da gibt es auch Stanzformen zu, die sind nachher auch rabattiert. Hier Breaking News 20%, 21,60 Euro. Hier das Muschelset, das geht jetzt leider auch raus, das mag ich sehr gerne, 60%, kostet 12,80 Euro, auch die Stanzformen waren deutlich günstiger. Das Set mit den Palmen geht raus zu 30%, 19,60 Euro. Dann haben wir die Reihe Ewig Liebevoll, da geht das Designerpapier zu 40% raus, 8,85 Euro. Und die, das Stempelset geht raus, auch zu 60%, 10,60 Euro. Und die Stanze, wenn mich nicht alles täuscht, bleibt drin. Das Produktpaket geht natürlich nachher auch raus, weil das Stempelset ja rausgeht. Dann haben wir gern genutzte Grüße, das bleibt drin. Hier Sarg's mit Tulpen, das geht raus zu 60%, kostet noch 11,20 Euro. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch, dass die Stanzformen deutlich günstiger waren. Amazing Year geht raus, Painted Poppies geht raus. Das ist schon ewig drin, aber ich mag es total gerne. Hier Besondere Momente geht raus. Der Marienkäfer bleibt drin, der Vogel bleibt drin, nur der Sparpreis geht raus mit der Handstanze. Beim Marienkäfer gibt es auch eine Handstanze. Kreative Tage bleibt drin, das ist cool. Simply Succulents geht raus zu 60%, kostet 10,80 Euro. Und gut gerahmt geht auch raus zu 20%, kostet 17,60 Euro. A Little Cheesy geht raus für 20%, kostet 12,80 Euro. Der gute Launegruß hat 20% Rabatt, kostet 24 Euro. Der voll inspiriert hat 10% Rabatt, kostet 20,70 Euro.
die Schmetterlingsküsse. Das Papier hat sich wohl nicht so gut verkauft, kostet 30% weniger, kostet 10,33 Euro. Die Steinchen hierzu kosten 40% weniger, 5,85 Euro. Das Stempelset ist reduziert mit 60%, kostet 10,80 Euro und ich meine die Stanzformen auch. Das ist übrigens witzigerweise nur im Deutschen so stark reduziert. Auf Englisch weiß ich gar nicht, ob das überhaupt einen Rabatt hat. Also die Engländer und die Amis mochten das wohl gar nicht, mochten das wohl ganz gut gerne. Hier, das fliegt raus, aber ich erinnere mich nicht mehr, ob es nur das Produktpaket war oder das. Das war irgendwie seltsam, aber es ist sowieso Englisch, das interessiert die wenigsten. Hier drüben Art Gallery kostet 60% weniger, kostet 10,80 Euro. Auch die Stanzform. Die großen Wünsche bleiben zum Glück drin. Sunny Splash geht raus zu 30%, kostet 18,20 Euro. Simply Fabulous geht raus für 10%, kostet 19,80 Euro. Weihnachten im Wald geht raus, 30%, 18,90 Euro. Da gibt es eine Handstandsitzu, die ist auch reduziert. Hier drüben der Festtagsbaum, der geht raus. Und zum Beispiel ist der im Deutschen nicht rabattiert, aber in den anderen Sprachen. Das heißt, wer sagt, ich habe genug Weihnachtssprüche, aber ich will noch den Baum haben, der kann sich das auf Englisch oder Französisch holen. Ich weiß nicht mehr, welcher stärker rabattiert ist. Aber das gibt es zum Beispiel in einer anderen Sprache als Rabatt. Na, also das ist nur so der Gedankengang dahinter. Christmas Season geht raus, die Weihnachtsgrüße gehen raus. Das sind die Sets, die übernommen wurden. Die Weihnachtssets mag ich total gerne. Haben wir die Reihe Fröhlicher Wald. Das Designerpapier fliegt einfach so. Das Band geht so 20%, kostet 7,80 Euro. Das Stempelset hat 10% Rabatt, kostet 27 Euro. Stanzform kommt nachher. Stitchery geht raus, die kleine Elefantasie geht raus, das Produktpaket natürlich auch. Die fabelhaften Wesen, mein Drache geht raus, so 20%, kostet 20,80 Euro. Nuts About Squirrels geht zu 30%, kostet 14,70 Euro. Der Corgi geht raus und hier unten Beste Enkelkinder geht zu 60% für 10,40 Euro. An meiner Seite bleibt die Großfamilie geht raus, 20% günstiger, 20,80 Euro. Das Fantastfisch Set mochte ich auch total gerne, geht auch raus zu 20%, kostet 16,80 Euro. Die Party Puffins gehen raus zu 10%, kosten 22,50 Euro. Die Peekaboo Farm für 20%, 16,80 Euro. Hier drüben This Birthday Piggy, 30%, kostet noch 19,60 Euro. Dann haben wir die Reihe Vintage Rosen. Da fällt alles raus, ohne Rabatt, nur das Band ist 10% günstiger, kostet 9,45 Euro. Hier drüben Potted Geraniums. 60% kostet 11,20 Euro. Der Garten Eden geht raus zu 60%, kostet 11,20 Euro. Da weiß ich zum Beispiel auch von den Stanzformen, diese hier sind auch reduziert. Die Happy Hedgehogs bleiben, die Igelchen. Hier großes Hurra geht zu 50%, kostet noch 11 Euro. Count on Me geht zu 20%, kostet noch 21,60 Euro. Reasons to Smile geht zu 30%, kostet noch 21 Euro. Hier oben sind die zauberhaften Grüße, das mag ich auch sehr gerne. Das geht zu 20%, kostet 24 Euro. Hier unten grünes Dankeschön geht zu 50%, kostet noch 13 Euro. Stronger Together geht für 20%, kostet noch 21,60 Euro. Stepping Stones geht zu 30%, kostet 18,90 Euro. Fresh Cut Flowers geht zu 60%, kostet noch 10,80 Euro. Dann haben wir die Reihe voller Anmut. Da fliegt das Papier einfach so. Das Stempelset ist zu 30% günstiger, kostet noch 21 Euro. Die Perlen hier oben bleiben zum Glück, die mag ich sehr gern. Die Wiesenruhe bleibt, aber die Naturgedanken, die bleiben nicht. Die sind 60% sogar günstiger, kostet 10,40 Euro. Hier unten am besten zusammen, ganz cooles Sprücheset, das ist leider nicht reduziert. Hier oben Olive Branch geht zu 10%, kostet 24,30 Euro. Die Fische gehen leider auch. Ich hoffe, alle, die jetzt demnächst noch irgendwas Christliches wie eine Konfirmation oder so oder Kommunion anstehen haben, haben sie es geholt. Das geht einfach so. Und das geht zum Beispiel auch im Deutschen ohne Rabatt, da ist das super gelaufen. Aber wer unbedingt die Fische haben will, aber auf die Sprüche verzichten kann, kann sich es in einer anderen Sprache für Rabatt holen. Da weiß ich zum Beispiel, dass es reduziert ist. Da ist es aber witzigerweise kein kirchliches Set gewesen. Also die Sprüche sind halt einfach anders. Hier, das bleibt drin. Dann haben wir hier Amazing Silhouettes, geht raus zu 60%, kostet noch 10,80 Euro. Die Freundschaftsblüten gehen zu 40%, kostet noch 15,60 Euro. Für alle Zeit, das ist ein Lieblingsset von einem meiner Teamies, geht raus für 10%, 27 Euro. Wir haben hier alle die Daumen gedrückt, dass es bleibt, aber das muss auch irgendwann mal gehen. Ich glaube, das kam 2019 in den Katalog. Das ist schon ziemlich alt. Die Bienenliebe bleibt, aber der Sparpreis dazu nicht. Der Landsegen geht zu 60% raus, kostet 12,40 Euro.
Die gute Besserung geht zu 10% 24,30 Euro. Full of Love geht für 10% 23,40 Euro. Die Gedanken und Grüße gehen einfach so. Die Männersache, die Männerreihe, da geht das Designerpapier, ist klar, das muss gehen, alle Designerpapiere gehen, aber diese rustikalen Metallakzente, die bleiben drin und auch das Stempel- und Stanzset bleiben drin, nur der Sparpreis geht raus. Campology geht zu 10% für 24,30 Euro. Leinenlos, da geht nur das Stempelset zu 60%, 8,40 Euro. Die Handstanze bleibt noch ein bisschen weiter drin. Keine Ahnung, warum die Handstanze drin behalten, das Stempelset nicht, weiß ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Hier drüben, wildromantisch bleibt. Übrigens absolute Empfehlung, das Set ist ein ganz tolles. Wie ein guter Whisky, ein Muss für alle möglichen Whisky-Liebhaber, 20% günstiger, 18,40 Euro. Tech Support geht für 10%, kostet 22,50 Euro. Hier drüben das Bierset und das bleibt drin, nur der Sparpreis geht raus. Better Days geht zu 40%, kostet 12,60 Euro. Hier unten am Waldrand, das geht, nur der das bleibt, aber der Sparpreis geht. Das Set mit dem Kanu Adventurous Journey, das geht für 20%, kostet 16,80 Euro. Bamboo Beauty geht für 20%, kostet 12,80 Euro. Die Vintage Tools fliegen einfach so. Das Set Wild and Sweet bleibt noch ein bisschen. Oceanfront bleibt auch zum Glück noch drin. Ruhevolle Raya geht raus. Genau wie das Produktpaket, genau. Von dem war ich witzigerweise überzeugt, dass es gar nicht mehr im Katalog ist. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das schon aussortiert. Das muss ich mir wieder zurückholen. Treasured Kindness geht raus zu 20%, kostet 17,60 Euro. Dann kommt die Reihe Sonnendruck. Das Papier ist 10% günstiger, kostet 13,28 Euro. Die Prägeform bleibt. Das Stempelset und die Stanzform bleiben auch, aber der Sparpreis geht raus. Dann haben wir den Blauregen, bezaubernder Blauregen. Der ist 40% günstiger, kostet 13,20 Euro. Hier drüben bezaubernd botanisch. Da bleibt das Stempelset, wenn ich mich richtig erinnere, aber hier unten das Pergamentzeugs geht raus und damit natürlich auch das Produktpaket. Der Wasserfall, Waterfall Canyon geht raus für 50%, kostet 13,50 Euro. Mountain Air geht raus zu 10%, kostet 22,50 Euro. Und Jar of Flowers geht raus für 40%, kostet 16,80 Euro. Garden Birdhouses geht raus zu 10%, kostet 19,80 Euro. Die romantische Ranunkeln gehen zu 30%, die kosten noch 19,60 Euro. Konturiert und koloriert bleibt. Die fantasievollen Texturen, da geht das Designerpapier raus, ist klar, die Goldfolie bleibt zum Glück drin, die finde ich super cool. Und das Stempelset und die Stanzform bleiben auch, aber nicht mehr zum Sparpreis. Der Leuchtturm geht leider schon raus, 20% günstiger ist der, 22,40 Euro. Auch die Stanzformen waren richtig waren sogar nochmal deutlich günstiger, wenn ich mich richtig erinnere. Die Welle, mehr an Glück, die bleibt drin, aber der Sparpreis nicht. Stanzform auch. Shaded Summer geht raus zu 60%, kostet 11,20 Euro. Die Watercolor Shapes gehen leider raus. Pretty Birds, da ist das Stempelset so 20% reduziert, kostet 17,60 Euro. Stanzform müssen wir nachher gucken. Hier Wunderbare Freundschaft, das geht zu 30%, kostet 18,90 Euro. Der Libellengarten geht zu 40%, kostet 16,80 Euro. Kunstvoll koloriert bleibt. Hier drüben Wildflower Path kostet 40% weniger, 16,20 Euro. Eclectic Garden kostet 60% weniger, 11,20 Euro. Und die handgemalten Blüten gehen zu 50% für 13,50 Euro. Farben des Glücks, das Papier geht, ist klar, die Akzente bleiben drin, das Stempelset geht zu 40% raus, noch 16,80 Euro. Hier, Willow Tree geht zu 20%, kostet 17,60 Euro. Die Hortensie geht raus zu 60%, kostet 12,80 Euro. Da weiß ich zum Beispiel auch noch, dass es die Stanzform auch zu 60% günstiger gibt. Entspannte Momente und Places in the Heart bleiben drin. Hier drüben die Graceful Tiles gehen raus. Dann haben wir Uniquely Artistic für 20% weniger, kostet 17,60 Euro. Hier unten Stempelgrüße ist 60% günstiger, kostet 8,80 Euro. Alphabest bleibt drin, aber das Produktpaket geht raus. So, Hintergrundstempel. Rays of Light bleibt. Butterfly Brilliance, total tolle Schmetterlinge, gehen raus zu 30% günstiger, kosten noch 15,40 Euro. Pretty Medallion geht. Knit Together geht raus zu 40% weniger für 13,20 Euro. Stacked Stone, total
total toll, den mag ich total gerne, der geht raus. Die Timeless Tiles bleiben, der Spiral Die bleibt auch. Bouquet of Thanks geht zu 10%, kostet 19,80 €. Tropical Hideaway geht raus. Dry Brush mag ich auch sehr gerne, geht raus zu 10%, kostet 19,80 €. Und Daisy Garden geht zu 30%, kostet noch 18,90 €. Da kriegen wir auch coole neue, das weiß ich noch. So, hier drüben, Heavenly Hollyhocks geht zu 30%, kostet noch 16,10 €. Und hier drüben die limitierte Auflage, die fliegt einfach raus. So, jetzt sind wir schon im Zubehörteil. Als allererstes sehen wir jetzt die Farben. Ich sage hier nochmal schnell, welche Farben rausfallen, aber da habt ihr jetzt auch das extra Video zu. Die In-Color-Farben, da ist natürlich Zeit zu gehen. Das Fräsin-Lila bleibt. Aber Bonbon-Rosa, Papaya, Lodengrün und Celadon gehen leider raus. Aus den Signalfarben gehen Mango-Gelb, Bermuda-Blau und Pazifik-Blau. Aus den Neutralfarben gehen Merlot-Rot, Wildleder und Sahara-Sand. Aus den Prachtfarben geht Himbeerrot. Und aus den Pastellfarben geht Kirschblüte, Safrangelb, Farngrün und Minzmakrone. Die Sachen sind teilweise reduziert. Ich lese mal ganz schnell vor, nur damit ihr einen Überblick bekommt. Aber ihr seht auch, die Kästchen, die hier rot angemalt sind, die haben einen Rabatt. Bei Bonbon-Rosa geht das Papier, nee, das Stempelkissen zu 20%, kostet 7,80 €. Die Blends gehen zu 10%, kosten 9,90 €. Bei Papaya gehen die Stempelkissen auch für 10%, 8,78 €. Die Stempelblends für 20% kosten 8,80 €. Bei Lodengrün geht das Stempelkissen für 20% raus, 7,80 €. Bei Celadon das Stempelkissen für 10%, 8,78 €. Die Blends kosten 10% weniger, 9,90 €. Bei Mango-Gelb ist der Farbkarton um 30% reduziert, kostet noch 7,88 €. Genau wie Bermuda-Blau, da ist es auch 30% weniger, 7,88 €. Bei Pazifik-Blau ist der Farbkarton um 20% reduziert, kostet noch 9 €. Das Stempelkissen ist zu 20% reduziert, bei Bermuda-Blau kostet 7,80 € und bei Pazifik-Blau auch 7,80 €. Und die Blends sind in Bermuda-Blau auch 20% günstiger, kosten noch 8,80 €. Ich glaube, die Farben kauft man sowieso. Die man cool findet und die man mag, da muss man sich noch den Rest zulegen und beim Rest ist es dann nicht mehr so wild. Und hier drüben, Farbkarton in Merloro, 20%, kostet 9 €. In Wildleder der Farbkarton 10%, kostet noch 10,13 €. In Wildleder ist das Stempelkissen dafür um 20% reduziert, 7,80 €. Und bei Sahara-Sand auch 20%, 7,80 €. Himbeerrot hat den Farbkarton reduziert für 30%, kostet noch 7,88 €. Das Stempelkissen für 20% kostet 7,80 €. In den Pastellfarben ist beim Kirschblüte das Papier für 20% weniger 9 €, bei Safrangelb 30% weniger 7,88 €. Das Stempelkissen ist in Kirschblüte reduziert um 20% 7,80 €, in Safrangelb um 20% 7,80 € und in Farngrün 20% 7,80 €. Und die Blends in Minzmakrone sind noch ein bisschen günstiger, 10% 9,90 €. Ja, ihr guckt einfach nach den Farben, ihr denkt dran. Viele von den Sachen werden schon vergriffen sein, leider, weil manche gehen halt schnell raus. Die Nachfülltinten sind zum Beispiel alle leider nicht reduziert. Hier unten der Marker, der wechselt sich, weil ich glaube tatsächlich unsere Marker werden umgestellt, da wurde noch nichts bekannt gegeben, aber in ein, zwei Produktbildern im Katalog sieht man was. Deswegen bekommen wir wahrscheinlich eine neue Art von Marker und da wird auch der Schwarz hier unten ausgetauscht. Genau wie nachher eben auch die Sets in den Farbkollektionen. So, das Aufbewahrungszeug, hier bleibt alles gleich. Hier drüben haben wir noch die Zusammenstellungen. Die sind auch alle unterschiedlich viel reduziert. Der Signalfarben-Farbkarton ist 30% günstiger, kostet 8,05 €. Die Neutralfarben 20% günstiger, kosten 9,20 €. Die Prachtfarben 20% kosten 9,20 €. In 12x12, also das sind hier die gemischten Pakete, das sind immer zwei von jeder Farbe. Die Signalfarben sind 10% günstiger, 14,40 €, die Neutralfarben auch und die Prachtfarben 20% günstiger für 12,80 €. Die Stempelkissen sind als Set leider nicht reduziert. Die Nachfülltinten sind offiziell reduziert, aber die werden das nicht überleben, die sind jetzt schon ausverkauft. Vielleicht kommt da nochmal was nach, aber das wird ganz schnell weg sein. Aber wenn sie nochmal nachkommen, dann sind sie für 10 oder für Signal und Pracht sind es 10% günstiger, 40,50 € und für die Neutralfarben sind sogar 20% günstiger für 36 €. Und die Marker, die sind in den Neutralfarben und den Pastellfarben reduziert, 10% kosten 33,75 €. Das gemischte Zeug geht hier oben alles raus, weil ja in mindestens jeder Farbfamilie eine Farbe rausfällt. Deswegen muss das so oder so umgestellt werden, deswegen fliegt das hier alles. Hier unten
die Marker für die In-Color-Farben, die noch bleiben, die sind zu 40% reduziert, kosten nur noch 11,25 Euro. Die sowieso rausgehen, sind für 10% reduziert, kosten 16,88 Euro. Und bei denen, die sowieso gehen, fällt natürlich auch der ganze Rest raus. Ist klar. Hier unten muss ein bisschen was umgestellt werden. Die Many Marvelous Markers, da wo alle Marker zusammen sind, das geht natürlich raus. Das ist 10% günstiger, kostet jetzt 138,38 Euro. Sind wie gesagt alle Marker auf einmal. Die Pastellkreiden, die werden geändert. Da kriegen ein anderes Set, weil der Mango-Gelbe ist ja nicht mehr aktuell. Flamingo-Rot kommt, glaube ich, dann in die Pastellkreiden. Aber ansonsten sind immer noch die gleichen Pastellkreiden, nur das Sortiment wird halt geändert. Ähnliches bei den Aquarellstiften. Das zweite Sortiment bleibt so, wie es ist. Im ersten Sortiment sind drei Farben drin, die rausgehen. Da wird ein bisschen was umgestellt, aber es bleiben immer noch die Aquarellstifte. Die Klebemittel bleiben zum Glück so, wie sie sind. Das ganze Zubehörzeugs hier auch. Das bleibt alles so, wie es ist. Gut. Designerpapier. Designerpapier, habe ich schon mehrfach gesagt, geht immer alles raus. Das bleibt nie drin. Ich habe hier nochmal die Designerpapiere euch rausgesucht, obwohl die schon vorher drin waren. Die Vintage-Rosen und voller Anmut geht raus. Die Schmetterlingsküsse gehen raus zu 30%, kosten 10,33 Euro. Fröhlicher Wald geht raus, die Männersache geht raus, Farben des Glücks gehen raus. Hier drüben ist reduziert, ewig liebevoll ist reduziert zu 40%, kostet 8,85 Euro. Das elegant gezeichnete Papier geht zu 30%, kostet 10,33 Euro. Und das bezaubernd bedruckte Papier geht zu 20%, 11,80 Euro. Der Sonnendruck geht raus zu 10%, kostet 13,28 Euro. Die Teeliebe zu 20%, kostet 11,80 Euro. Das hier unten ist leider nicht reduziert. Und dann haben wir hier noch immer dieses Pack, was es in all unseren Farbfamilien gibt. Und die sind auch je nach Farbfamilie unterschiedlich reduziert. Die neuen In-Color-Farben sind zu 20% reduziert, kostet 11,80 Euro. Die alten In-Color-Farben sind zu 30% reduziert, kosten 10,33 Euro. Die Signalfarben sind 30% weniger, 10,33 Euro. Die Neutralfarben kosten noch die Hälfte für 7,80 Euro. Die Prachtfarben 40% weniger, 8,85 Euro. Und die Pastellfarben 10% weniger, 13,27 Euro. Gut, weiter geht's. Hier oben die Erinnerungen und mehr. Die fantasievollen Texturen, die gehen raus zu 40%, 7,35 Euro. Und die Karten und Umschläge dazu gehen für 40% raus, kosten 8,85 Euro. Das Kartensortiment Erinnerungen mehr, großer Tag geht zu 40%, kostet 7,35 Euro. Hier dieser Ordner geht, aber wir kriegen, glaube ich, einen anderen Ordner. Das hier, die Umschläge bleiben zum Glück alle drin, die wichtigen, also hier diese vier. Die bunten für die Teeliebe gehen raus zu 30%, 8,58 Euro. Und die langen Umschläge gehen raus zu 40%, 7,35 Euro. Dann haben wir hier Spezialpapier. Das Glitzerpapier in den In-Color-Farben geht zu 20% günstiger, 11,80 Euro. Das gut gemalerte Papier geht zu 20%, kostet 5 Euro. Hier oben das Spezialpapier in Gold und Roségold, total toll, geht einfach so raus, ohne Rabatt. Der Farbkarton in Mattmetallic geht raus zu 10% günstiger, kostet 17,10 Euro. Dieses silberne Spezialpapier steht nicht auf der Auslaufliste, aber es ist auch nicht im neuen Katalog drin. Also ich vermute, das ist ein Fehler, das wird rausgehen. Keine Ahnung, ob es reduziert ist oder nicht. Wie gesagt, stand nicht drauf. Oder ich habe es übersehen, das kann natürlich auch immer sein. Aber das goldene und das silberne Papier, ich mag die total gerne. Ihr wisst, ich benutze die total gerne, sind beide nicht mehr im nächsten Katalog drin. Und von den einzelnen Folien, die wir haben, die goldene bleibt zum Glück noch drin, aber die kupferne, da ist jetzt auch langsam die Zeit gekommen, die ist 30% günstiger, 4,38 Euro. Das Pergamentpapier in Lagendesigns, das mag ich total gerne, insbesondere diese Karte, die kostet 50% weniger, 6,13 Euro. Das Spezialpapier Perlmuttglanz geht raus, so 20% kostet noch 4 Euro. Das Kraftpapier geht einfach so. Das Spezialpapier Leinen geht raus, so 30% kostet 5,25 Euro. Und hier dieses bedruckte Pergamentpapier geht raus, für 20% weniger, kostet noch 6 Euro. Dann haben wir hier drüben Farbkarton. Ihr seht, mein Katalog wurde schon viel geblättert. Der löst sich hier so langsam auf. Das bleibt zum Glück alles, wie es ist. Das bleibt auch, wie es ist. Wobei, Seidenglanz, muss ich mal gucken. Ich meine, Seidenglanz geht raus. Oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber ich meine, dass er im neuen Katalog nicht drin ist. Vielleicht habe ich es vergessen, hier zu übertragen. Das muss ich nochmal recherchieren. Dann habe ich hier sandfarbene Geschenkschachtel mit gewählter Kante. Die gehen raus zu 50%, kostet 6,13 Euro. Die Geschenkschachteln aus Kraftkarton bleiben drin für 50%, kosten... Ne, die gehen raus für 50%, so rum. Ihr seht, meine Worte machen schon alle keinen Sinn mehr. Ich bin durch mit der Welt.
6,13 Euro. Die Geschenktüten mit Prägedesign, die gehen raus zu 10%, kosten 8,33 Euro. Und die Geschenkschachtel mit Zierdetails gehen zu 50% raus, kosten noch 7 Euro. Jetzt sind wir bei den Schnickeldies und bei den Klebis angekommen. Die Inkalersteine hier gehen zu 40%, kosten 5,85 Euro. Die Steine aus der Schmetterlingsreihe hier gehen für 40%, kosten 5,85 Euro. Hier unten die glamourösen Pailletten, die gehen zu 10%, kosten 17,10 Euro. Die Klammern bleiben zum Glück drin, das bleibt drin, die Flaschen bleiben auch zum Glück drin. Gut, hier, die Zierzweige gehen raus für 20%, kosten 8,80 Euro. Die Steinchen in Rot gehen zu 20%, 6,80 Euro. Der ganz normale Basic-Perlenschmuck, totales Basic, geht leider raus, 30% weniger ist es dafür, 5,25 Euro. Die Metallblüten hier gehen zu 30% weniger, 7,70 Euro. Der Basic-Strassschmuck bleibt. Hier die Akzente in Opalweiß, die so ein bisschen schimmern, die gehen für 20% raus, 7,40 Euro. Bleibt. Die facettierten Glitzersteine echte Eleganz gehen zu 20%, 7,40 Euro, die sind sehr, sehr cool. Hier unten die Inkalersteine gehen zu 20%, kosten 8,40 Euro. Der Basic Strassschmuck in Champagner mag ich auch sehr gerne, geht raus zu 20%, kostet noch 6 Euro. Hier die Steine, die facettierten gehen zu 20%, kosten 7,80 Euro. Das bleibt, die bleiben zum Glück hier, die Herzen, die in verschiedenen Perltönen sind, die mag ich total gerne, 30%. 6,82 Euro, die gehen leider schon raus. Die schwarzen Akzente gehen zu 40%, kosten 5,10 Euro. Hier das Paillettenmix kostet 30% weniger, 5,85 Euro. Die pastellfarbenen Steinchen hier 20% weniger, 6,40 Euro. Die bleiben drin, die Zierblüten gehen raus, zu 40% kosten noch 5,55 Euro. Die Meerglassteine gehen zu 50% raus, kosten noch 4,88 Euro. Das bleibt noch drin. Die Sprudelperlen gehen raus, also die Flaschen und die Shaker bleiben, aber wer noch mit Sprudelperlen ausstocken muss, kosten 10% weniger, 8,33 Euro. Die Goldflocken bleiben zum Glück auch noch eine Weile lang drin. Jetzt sind wir beim Band angekommen. Hier oben dieses Vintage-Band in Espresso, das geht raus für 20%, kostet noch 6,40 Euro. Das ganz leichte, fluffige in Aquamarin, das ist 10% günstiger, kostet 6,75 Euro. Das Geschenkband mit Roségold drin kostet 30% weniger, 6,83 Euro. Nee, 83, ich kann keine Zahlen, wisst ihr. Das Saumband in Knitteroptik geht leider raus und das Metallic Netzband geht auch raus, das mag ich auch gerne. Das Schenkband in Granit geht raus für 20%, 6,80 Euro. Hier unten in Glutrot, das Rüschenband geht raus für 20%, 7,80 Euro. Das karierte Band in Lodengrün geht zu 50% raus, 4,63 Euro. Und das Blütenrosa Polyesterband geht raus zu 40%, 5,85 Euro. Nächste Seite, das ist das Geschenkband Naturflair? Das müsste rausgehen. Das ist ein Fehler. Wahrscheinlich, weil es vorher bei der Produktreihe schon mal drin stand auf der Auslaufliste. Das fällt mir jetzt erst auf. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Das geht. Hier drüben Baumwollkante mit silberner Metallic-Kante geht zu 40% raus. 5,85 Euro. Das bleibt. Das schimmernde Satinband in Celadon geht zu 40%. Kostet noch 5,55 Euro. Die Metallic-Bänder in den Inkalern, in den jetzt noch neuen, bald dann alten, die bleiben drin. Die Inkalabänder gehen natürlich alle raus, auch das Friesenlila Band. Das Bonbon Rosane ist reduziert, 10%, 7,65 Euro, die anderen nicht. Das Geschenkband mit Fransenrand in Weiß geht zu 30%, kostet noch 6,48 Euro. Und hier unten das goldene Band geht zu 10%, kostet noch 7,65 Euro. Die Basic Kordeln bleiben zum Glück. Hier drüben ist ein bisschen eine Katastrophe. Der Stemperatus geht nämlich. Ich habe gehört, dass es aus Rechtsgründen ist, weil es da einen Rechtsstreit gibt. Wissen wir leider nicht mehr drüber. Auf jeden Fall geht der Stemperatus inklusive das ganze Zubehör. Das ist wirklich, wirklich schlimm und der ist, glaube ich, auch schon weg. Ihr könnt ja mal gucken, ob er nochmal nachkommt, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich vorhin schon mal nochmal geguckt und da war er schon weg. Also Stemperatus geht. Das Zubehör ist reduziert. Die Magnete 60% weniger, 5,90 Euro. Das Papier, der Block, der kostet 30% weniger, kostet noch 5,60 Euro und die Deluxe Schaumstoffmatte geht zu 60%, kostet noch 3 Euro und ist damit, glaube ich, der günstigste Artikel, den wir im ganzen Sortiment dann im Moment haben. So, die Helferlein, das Reinigungszeugs und die Blöcke, die bleiben zum Glück alle, aber auch da haben wir Preissteigerungen, also lieber jetzt kaufen als vorher, als nachher, habe ich vorhin schon mal gesagt. So, Stanzformen, das bleibt. Die Fische gehen. Ich habe noch die Produktpakete jetzt nicht nochmal extra angestrichen. Da habt ihr selber vorher den Überblick bekommen, was geht und was nicht. Hier sind nur die Stanzen, also die Handstanze und nachher auch die Stanzformen nochmal im Fokus. Die Fischhandstanze geht. Das hier unten bleibt alles.
Das bleibt auch alles. Hier unten die Stanznachwahl allerliebste Anhänger geht so 20%, kostet 24 Euro. Das mittlere Gänseblümchen geht so 40% raus, kostet 12,60 Euro. Die beiden Herzen gehen raus zu 30%, kosten 32,20 Euro. Die Briefmarke geht so 20%, 18,40 Euro. Sehr schade, die mag ich sehr gerne. Das Apart-Etikett, das liebe ich auch, das geht raus. Hier unten das entzückende Etikett, insbesondere in Kombination, mag ich die sehr, sehr gern. Das entzückende Etikett ist dafür reduziert, 30% kostet 16,10 Euro. Die Blüten und Blätter gehen zu 40%, kosten 13,80 Euro. Die Sterne gehen zu 20%, kosten 18,40 Euro. Hier drüben geht es weiter. Die Tannenbordüre geht zu 50%, kostet noch 15 Euro. Die mag ich auch sehr gerne. Das Einmachglas geht zu 50%, 11,50 Euro. Der Basic-Anhänger zu 50%, 11,50 Euro. Der Wal geht zu 50%, 11,50 Euro. Und die Tulpe geht zu 40%, 13,80 Euro. Der Hirsch geht zu 20%, 18,40 Euro. So, hier Schneidezeugs, das bleibt alles drin. Aufhebhelfer, so die wichtigsten Werkzeuge, das bleibt uns zum Glück erhalten alles. Die Stanzmaschine, da ändert sich auch nichts. Magnetplatte ist im neuen Katalog nicht drin. Ich bin gespannt, ob es noch eine Ankündigung gibt oder nicht, ob sie das jetzt komplett aufgegeben haben, aber die ist im neuen Katalog nicht abgebildet. Hier sind so zusammengestellte Sets gewesen, das fällt natürlich alles raus. So, hier, nur die Stanzform, Produktpaket, wisst ihr vorhin Bescheid. Blühendes Glück geht raus zu 50% günstiger, 19,50 Euro. Anmutig Floral geht zu 50%, kostet noch 22,50 Euro. Der Blauregen geht zu 20%, kostet 34,40 Euro. Bienen und Blumen geht zu 60%, kostet 13,60 Euro. Wobei ich da, glaube ich, vorhin erzählt habe, dass das Produktpaket bleibt. Kann das sein, nur der Sparpreis geht? Dann war das wahrscheinlich eine Lüge. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann natürlich den neuen Katalog noch nicht auswendig. Deswegen weiß ich nicht bei allem, ob es bleibt oder nicht. Wie gesagt, da müsst ihr gucken. Das ist, was die Liste gesagt hat. Im Zweifelsfall ist die Liste ein bisschen komisch geschrieben. Dann war es vorhin doch das Produktpaket, was komplett rausfällt. Vielleicht bleibt dann das Stempelset. Das kann ich euch leider jetzt im Moment nicht sagen. Ich habe einfach alles durchgescrollt, was in der Liste stand. Hier, das bleibt, oder das bleibt hier, die Schmetterlinge sind zu 60% reduziert, 15,20 Euro, oder wenn man das Schmetterlinge nennen möchte. Die Malven gehen zu 60%, kosten noch 18 Euro. Der Elefant geht zu 20%, kostet 24,80 Euro. Die Teetassen gehen zu 20%, kosten 26,40 Euro. Die Landhausblumen zu 30%, kosten 29,40 Euro. Die Landblüten gehen zu 60%, 15,60 Euro. Der Leuchtturm ist auch 60% reduziert, 16,80 Euro. Das bleibt. Die herbstliche Natur geht raus zu 60%, kostet noch 18,40 Euro. Hier drüben, die Geranien gehen zu 60%, kosten 16,80 Euro. Der Vogelkäfig geht für 40%, kostet noch 24 Euro. Die Reiher gehen zu 20%, kostet noch 30,40 Euro. Der volle Korb geht zu 30%, kostet noch 29,40 Euro. Der wilde Wald geht zu 10%, kostet noch 33,30 Euro. Und die Weide geht zu 30%, kostet noch 31,50 Euro. Gut, dann haben wir hier noch die Single-Stanzformen, ohne spezielles Set dazu oder jedenfalls kein Produktpaket. Besser als geht zu 10%, kostet 33,30 Euro. Die bestickten Rechtecke gehen zu 20%, kostet noch 34,40 Euro. Das ist eine Katastrophe, ich weiß nicht, wie ich ohne die Dinger leben soll. Bezaubernde Bordüren kosten 50% weniger, 18,50 Euro. Die bezaubernden Details kosten 50% weniger, kosten 20 Euro. Die bezaubernden Etiketten 20%, 34,40 Euro. Das passt zu den Painted Poppies. Die Blüten gehen zu 60%, kostet 14,80 Euro. Das passt zu den handgemalten Blüten. Danke für einen Schatz geht zu 60%, geht 13,20 Euro. Der richtige Dreh bleibt zum Glück noch drin. Hier unten die Karten, die diagonalen Karten, die gehen raus. Das Diorama geht raus. Eden geht raus zu 60%, kostet noch 17,20 Euro. Ewige Zweige gehen für 20%, kosten 35,20 Euro. Die Schmetterschlinge gehen raus für 40%, 32,40 Euro. Florale Kunst geht zu 60%, kostet noch 16,80 Euro. Genial gerahmt geht zu 30%, kostet noch 26,60 Euro. Die geometrisch abstrakte sind meine Hexagons, die gehen raus für 40%, kostet noch 21,60 Euro. Hier unten besticktes Laub kostet 20% weniger, 31,20 Euro. So, das bleibt drin. Hier oben Grünpflanzen geht zu 60%, kostet noch 15,60 Euro. Die Hortensie geht zu 60%, kostet noch 15,60 Euro. Im Bilde kostet 10% weniger, 37,80 Euro. Die Pop-Ups gehen raus, Knallbonbon bleibt, dafür geht die Kissenschachtel raus, für die Hälfte, für 21 Euro.
künstlerisch bleibt drin, künstlerische Akzente geht für 60%, 13,20 Euro, die kunstvollen Rahmen gehen für 60%, 16,80 Euro, die lagenweise Kreise, das ist auch eine Katastrophe, gehen auch raus für 10%, 33,70 Euro, die majestätischen Momente gehen für 60%, 17,60 Euro, die Meeresmuscheln gehen zu 30%, kosten noch 29,40 Euro, das bleibt. Die Mohnblüten sind zu 40% reduziert, kosten 27 Euro. Die Osterglocke ist 60% reduziert, kostet 18,40 Euro. Die Pailletten sind 20% günstiger, 22,40 Euro. Die Palmen sind 60% günstiger, 17,20 Euro. Perfekt gepinselt ist 50% günstiger, kostet noch 15,50 Euro. Das bleibt drin. Die Ranunkel geht raus zu 60%. Ich glaube aber, ich habe vorhin das vorgelesen bei den... Kann das sein oder ist es bei den... Ah ne, das ist hier nochmal. Das hier ist reduziert für 30%, kostet 30,10 Euro. Da war doch was. Die Ranunkeln gehen für 60%, kosten noch 15,60 Euro. Die Rechtecke mit Büttenrand, die bleiben zum Glück noch drin. Die Sommerblüten gehen raus für 60%, 16,80 Euro. Die Sonnenblumen gehen zu 20%, kosten noch 32 Euro. Die starken Akzente gehen zu 60%, kosten noch 14,40 Euro. Die Sukkulenten im Topf gehen zu 60%, 19,20 Euro. Die Tulpen gehen zu 60%, 17,20 Euro. Das hier unten bleibt vorerst noch drin. Das passt zu diesen Weihnachtssets. Das bleibt. So, bei den Prägeformen. Die Bienenwaben gehen zu 40%, kosten nur 6,60 Euro. Blumen und Blätter geht zu 50%, kostet 4,63 Euro. Dank und Gruß geht raus. Karo-Muster unten links geht zu 60%, kostet nur 3,70 Euro. Das Mauerwerk geht auch raus. Total traurig, das ist meine absolute Lieblingsprägeform. Die Muschelreigen gehen raus zu 20%, 8,80 Euro. Vielsprachige Glückwünsche geht raus für 9 für den normalen Preis. Winterlich geht auch raus für den normalen Preis. Die Wolken gehen raus für die Hälfte, 5,25 Euro. Das hier habe ich gerade eben schon gesagt, 30%, 30,10 Euro. So, hier sind jetzt nur noch die Gastgeberinnen-Sachen und dann ist es das, glaube ich. Die fallen einfach alle raus, ist klar, kann man aber immer noch einlösen, wenn man es mag. Gut, und damit sind wir durch den Katalog durch. Meine Güte, jetzt muss ich aber erstmal was trinken, jetzt habe ich mir den Mund ganz schön fusselig gelabert. So, ihr wisst Bescheid. Die rabattierten Preise gelten ab dem 4. April. Ab da könnt ihr bestellen. Am besten ist eine Online-Shop-Bestellung. Dann ist die Bestellung nämlich im Shop und raus und direkt verarbeitet. Dann bekommt ihr nämlich euer Zeug auf jeden Fall. Gewisse Sachen, insbesondere bei den Farben, ist es vielleicht schlau, das tatsächlich nochmal vorher zu bestellen, auch wenn man dann doppelt Versandkosten bezahlt, sonst sind die Sachen einfach weg. Das könnt ihr dann vergessen. Bei den Farben, ihr könnt mal gucken, manchmal kommen die Sachen noch nach, es sind eben schon viele ausverkauft, aber garantieren kann man es nicht und auf den Zeitpunkt sicher bestimmen kann man es auch nicht. Also ich drücke allen die Daumen, die noch für ihre Stempelkissen Nachfüller brauchen und Farbkarton und was auch immer. Ihr seid frühzeitig gewarnt, Ich freue mich auf die neuen Farben. Ich hoffe, ihr tut es auch. Und ich freue mich auch auf die neuen Produkte. Ja, genau. Wir sehen uns. Das ist es. Richtig. Neuer Katalog kommt dann bald. Insbesondere die Farben werde ich mir bestellen im Vorverkauf. Ich weiß nicht, ob ich schon andere Sets im Vorverkauf mir hole. Aber auf jeden Fall die Farben. Ja. Wir sehen uns einfach in einem der neuen nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.